Was, Nakamatachi? Willkommen zum neuen Video. Heute geht es um Folgendes, und zwar wollte ich nochmal über japanische Arbeit oder über Visa in Japan mit euch reden, da mein altes Video mit den Arbeiten in Japan ja einige Missverständnisse hervorgehoben hat, dachte ich mir, mache ich nochmal ein Video, wo es ums Visa geht und wo es um meinen persönlichen Werdegang geht. Das heißt, ich werde euch jetzt erzählen, wie ich mein Arbeitsvisa bekommen habe. Ich bin 2018 mit einem Work and Travel, Working Holiday Visa nach Japan gekommen. Ich kann erstmal jedem nur empfehlen, ein Work and Travel in Japan zu machen. Es ist mega geil. Es war im Prinzip so der Anfang von meinem neuen Leben, von meinem Leben, das ich mir schon immer erträumt habe. Und ich habe da mega geile Erfahrungen gemacht. Kann jedem nur sagen, macht, solange ihr könnt, weil es geht, glaube ich, nur bis 30, ein Working Holiday in Japan. Es wird euer Leben verändern. Ich hatte nicht viel Geld dabei. Ich sag's nochmal, ich hatte nur 6.500 Euro dabei. Das war alles, was ich in einem Jahr zusammengespart habe. Ich dachte mir, ich wollte nicht länger warten, deswegen habe ich es einfach mit 6.500 Euro einfach in Angriff genommen. Und mein Mindset war sofort, ich will in Japan wohnen. Ich war zwar noch nie vorher in Japan, ich dachte mir, ja klar, wenn ich Urlaub mache, sehe ich ja nur das geile Japan, klar will ich dann hier wohnen. Und es war halt so viel Geld immer, ihr wisst ja sicherlich, dass eine Japanreise sehr teuer ist, und ich habe nie so viel Geld gehabt, dass ich in eine Japanreise investieren konnte. Und deswegen dachte ich mir, irgendwann, Working Holiday, das ist doch die Chance einfach, ohne diese fetten Reisekosten nach Japan zu kommen und Japan kennenzulernen. Und habe ich gemacht, und mein Mindset war, ich will hier bleiben. Und angenommen, mir gefällt es doch nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, dachte ich mir, kack drauf, dann hast du halt ein Jahr geile Erfahrung gemacht oder halt je nachdem, wie lange du hier bleibst, und dann gehst du halt nach Deutschland zurück und machst dein Leben weiter. So, war meine Denkweise, aber generell war immer im Kopf, weil ich seit Kindheitstagen in Japan leben wollte, ich komme hierher, ich will hier leben und dafür würde ich alles tun. So war meine Einstellung. Wenn ich mir irgendwas im Kopf gesetzt habe, dass ich wirklich haben will, erreichen will, dann schaffe ich das auch. Ich konnte so gut wie kein Japanisch, als ich hier war. Das heißt, ich habe dann erstmal versucht, irgendwie, ich habe dann hier mit Apps Japanisch gelernt, und ich habe auch von einem, der mit im Sharehouse gelebt wurde, der kam einen Monat vor mir, und der hat mir gesagt, ja, ich habe sehr gut Japanisch im Restaurant gelernt. Und da dachte ich mir, okay, wenn der wirklich gut Japanisch im Restaurant gelernt hat, dann mach doch einfach Restaurant-Arbeit. Und da habe ich dann insgesamt 4 Monate im Restaurant gearbeitet, 2 Monate war als Bartender im Prinzip und 2 Monate als Kellner, auch habe ich Gerichte hergestellt. Und ich kann nur sagen, es hat mir mega geholfen. Ich habe mega gutes Japanisch gelernt, ich habe mega geile Erfahrungen gemacht, weil ich geile Kollegen hatte, mit denen ich so richtig coole japanische Sachen erlebt, als am Trinken gehen, dann auf Japanisch reden und einfach coole Erfahrungen, Erlebnisse ausgetauscht habe. Es war richtig geile 4 Monate, richtig geile Erfahrung, Lebenserfahrung, die ich nie missen will. Es war einfach nur mega, mega geil. Deswegen, wenn ihr Japanisch lernen wollt und in Japan seid, im Working Holiday, geht in ein Restaurant, da lernt ihr sehr, sehr gut Japanisch. Also jedenfalls finde ich, dass ich im Restaurant sehr, sehr gut Japanisch lernen konnte. Auch wenn ich am Anfang dachte, also ich mache gar keine Fortschritte, aber irgendwie war das so im Unterbewusstsein, ich wollte immer besser. Und irgendwann konnte ich dann halt schon so Sätze bilden und so weiter. Und es war mega, 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 ja, zufrieden damit. Dann, da ich natürlich in Japan bleiben wollte und im Restaurant du höchstwahrscheinlich kein Visa bekommst, dachte ich mir, ja, such doch mal online, während du weiterarbeitest, eine Arbeit. Und wenn du eine findest, dann hörst du im Restaurant auf und gehst halt dann zu anderen Firma, wo du halt dann vielleicht ein Visa bekommen kannst. So. Und ich habe dann online andere Arbeiten gesucht. So. Ich habe online eingegeben, einfach Deutsch, Doizugo, habe ich gesucht, überall auf allen Seiten, die ich gefunden habe. Und ich habe dann eine geile Firma gefunden, wo ich dann Customer Support war, wo ich dann Japanisch, Englisch und Deutsch benutzt habe. Und in der Firma, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe jede Pause eine Stunde durchgelernt, jede Stunde Kanjis, Vokabeln, alles gelernt. Ich habe mit Kollegen Japanisch geredet, ich war nachts mit Kollegen weg, saufen zusammen, habe da Japanisch geredet. Ich habe echt mir einen Arsch aufgerissen, um Japanisch zu lernen. So, und die Firma hat auch mir gesagt, dass die mir hinterher, wenn mein Working Holiday zu Ende ist, auch die Unterlagen ausdrucken würden, damit ich halt damit so ein Arbeitsvisa bekomme. Und wie gesagt, ich habe die Arbeit geliebt. Es war so die erste richtige Arbeit, die so mir das richtige Japan-Feeling, also dieses japanische Office-Feeling vermittelt hat. Das war in Shinagawa. Shinagawa ist ja diese Office-Stadt.
Und es war auch irgendwo in so einem fetten Gebäude drin, ich glaube im 11. Stock, auch wenn es nur der 11. Stock war, aber es war mega geil. Die ganzen Tische untereinander, auf beiden Seiten so ein Laptop, wo man sich da so anguckt und so weiter. Es war mega geil. Jeden Morgen gab es so eine Rede vom Chef und so weiter, es war echt mega, mega geil. War im Prinzip so bis dahin so die geilste Arbeit, die ich immer in dem hatte, einfach weil, ja, dieses Kollegiale, weiß ich, weil das einfach mein Wunsch war, so typisch japanisch zu arbeiten und coole Kollegen zu haben, und ich hatte richtig geile Kollegen. Und genau, ich habe dann da 2 Jahre insgesamt gearbeitet bei der Firma, und bei der Firma, wie gesagt, habe ich auch ein Visa bekommen, als mein Working Holiday zu Ende war nach einem Jahr. Ich habe dann die Unterlagen bekommen, habe dann auf dem Amt dann mein Visa beantragt, habe 1 Jahr Arbeitsvisa bekommen. Und das Visa war ein Kokusai Gyomu, so heißt es. Das ist im Prinzip ein Visa, wo damit du arbeiten machen kannst für im Prinzip so mit ausländischer Kultur. So, das heißt Deutsch, mit Englisch, mit Italienisch, mit Spanisch, wie auch immer, irgendwie andere Sprachen. Und bei meiner Arbeit ging es halt so um Import von Ware. Das heißt, wir haben Ware aus Deutschland oder Amerika bestellt, und ich musste halt da Deutsch oder Englisch mit denen schreiben und das halt auf Japanische zum Beispiel übersetzen. So, deswegen war dieses Visa für diese Arbeit so passend. Ich sag's gleich, es gibt verschiedene Arten von einem Visa, von einem Visum. So, du kannst nur in dem Bereich arbeiten, wo du ein Visa hast. So, ich hatte den Gyomu, Kokusai heißt international, und Gyomu heißt halt so Arbeit. Das heißt, ich konnte so Arbeiten machen, wo sie international bedingt waren. Alles, wo Sprachen dabei waren, wo Import-Export dabei war, so, das wäre in meinem Visa mit drinne. Aber angenommen, du hättest irgendwie so ein Visa auf einer Farm, du wärst Farmer. Kann ich mir vorstellen, wäre das Visa, diese Zulassung, wo du hättest, wäre dann nur in diesem Bereich. Das heißt, du könntest dann nur als Farmer arbeiten. Ich weiß zwar nicht, wie das Visa dann welchen Bereich sich das dann befindet beim Pharma, aber wie gesagt, so ist es in Japan aufgeteilt. Wenn du ein Visa bekommst, ist das immer nur eine Art von Visa für diese Arbeit. Das heißt, du kannst jetzt mit diesem Kokusai Gyomu Visa nicht Pharma arbeiten, weil da brauchst du ja kein Deutsch so gesehen. Das ist halt, wie gesagt, du musst halt, das Visa, was du bekommst, ist halt nur für einen Bereich oder für einen festen Bereich. Und du musst dann in diesem Bereich arbeiten. Als mein Visa dann nach 1 Jahr zu Ende war, wollte ich natürlich nochmal mein Visa verlängern. Ich habe immer noch bei der gleichen Firma gearbeitet, und dann habe ich halt die gleichen Unterlagen bekommen und habe dann, ich habe immer meinen Visa-Antrag auch im ersten Mal 5 Jahre einfach hingeschrieben. So, beim ersten Mal habe ich auch nur 1 Jahr Visa bekommen. Beim zweiten Mal habe ich auch 5 Jahre hingeschrieben, und da habe ich dann tatsächlich 5 Jahres-Visa bekommen. Einfach ein 5 Jahre-Arbeitsvisa, ohne irgendwie studiert zu haben, ohne irgendwie, was weiß ich, irgendwie Batman zu sein. Ich habe einfach mir den Arsch aufgerissen, um diese Firma zu finden. Ob das jetzt Glück war, dass ich die Firma gefunden habe, ob das jetzt meine harte Arbeit war, dass ich die Firma gefunden habe, ob das ein Mix aus beiden war, das kann ich euch nicht sagen. Was ich euch sagen kann, ist, dass ich es geschafft habe, ohne Studium, ohne alles, ein Arbeitsvisa in Japan zu bekommen. So, damit will ich sagen, es ist möglich. Es ist möglich. Es gibt Leute, die sagen immer, ohne Studium kriegst du in Japan nichts geschissen. So. Was ist in mir? Ich habe kein Studium, habe aber ein 5 Jahre Arbeitsvisa bekommen. Es gibt Leute in Japan, die sagen, sie nehmen sich irgendwie so eine Visa-Firma, so einen Anwalt, wie auch immer, um ihr Visa zu beantragen, damit die lang Visa bekommen. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht und habe bei meinem zweiten Visa einfach ein 5 Jahre Arbeitsvisa bekommen. So. Und jetzt seid ihr dran. Ihr habt doch sicherlich auch schon Geschichten gehört, dass ohne Studium man kein Visa bekommt. Ich bin der beste Beweis, es geht. Ich habe 5 Jahre Arbeitsvisa bekommen, ohne irgendwie studiert zu haben, ohne irgendwie einen Anwalt genommen zu haben, ohne irgendwie einen Scheiß. Ich habe es alleine geschafft, einfach ganz alleine. Und wisst ihr was? Ich habe nicht vorher informiert, wie es ist, in Japan ein Visa zu bekommen. Ich habe mich nicht informiert, einfach weil es mir egal war. Es war mir egal, was Leute sagen, die studiert haben, die denken, die wissen alles. Es war mir einfach egal, weil die Theorie ist nicht immer Praxis. Bei mir ist halt immer, probieren geht über studieren. Es gibt immer Leute, die sagen, die labern irgendeine Scheiße, und andere Leute, die glauben es dann, und dann versuchen sie gar nicht mehr, ihre Träume zu verwirklichen, weil sie Angst haben, dass sie es nicht schaffen, weil das, was gesagt wurde, halt einfach so heißt, du schaffst es nicht. So. Und das ist das Problem. Ich habe einfach nichts gedacht. Ich bin einfach her und ich habe gesagt, ich mache das. Ich mache es einfach. Und dann nach 2 Jahren, meine Geschichte noch kurz zu Ende sagen, nach 2 Jahren in der Firma habe ich dann gewechselt in die nächste Firma. Da war ich dann da war ich dann Spieletester. Und die Arbeit war auch asozial geil. Ich bin halt hingekommen und habe den ganzen Tag ein Spiel gezockt. Ich musste halt Deutsch durchlesen und halt die Effekte durchlesen, ob ein Rechtschreibfehler drin ist, ob die richtig übersetzt wurden, ob die Effekte auch so funktionieren, wie sie dastehen und alles. Die Arbeit habe ich ein halbes Jahr gemacht, und dann habe ich wieder gewechselt, weil ich dann eine Arbeit gefunden habe, wo ich Übersetzer werden konnte. Auch da, ohne Qualifikation, einfach
Übersetzer geworden ohne Japanischprüfung. Ich hatte damals noch keine. Ich bin einfach Übersetzer geworden. Es ist zwar nicht üblich, dass es funktioniert, dass man Übersetzer wird ohne Japanischprüfung, aber ich habe es geschafft. So. Das heißt, glaubt an euch. Hört nicht immer auf andere, versucht es einfach. Wenn ihr Gas gebt, wenn ihr euch anstrengt, dann schafft ihr das, dann könnt ihr das schaffen. Ich will damit nicht sagen, dass jeder, der nach Japan kommt, ganz einfach ein Visa bekommt. Das will ich nicht sagen. Aber ich will sagen, und da bin ich der beste Beweis, es geht. Wenn du dich anstrengst, geht es. Hör nicht immer drauf, was andere sagen, du schaffst es nicht, weil das können die gar nicht wissen. Das können die gar nicht wissen, das ist nur so Theorie und Theorie ist nicht immer gleich Praxis. Und dann, wie gesagt, nach 2 Jahren bin ich Spieleübersetzer geworden, das bin ich jetzt immer noch. Und da konnte ich das gleiche Visa benutzen, einfach weil Spieleübersetzer auch dieses Kokusai Gyomu Visa benötigt, wo du verschiedene Sprachen mit der Arbeit verbindest, so gesehen. Deswegen habe ich mit allen Arbeiten, die ich hatte, immer das gleiche Visa benutzen können. Nach 4,5 Jahren, als mein Visa dann 4,5 Jahre alt war im Prinzip, habe ich dann endlich mein Arbeitsvisa auf Ehevisa umgeschrieben. Wie gesagt, das war vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten, das heißt, ich war 5 Jahre und ein paar Monate in Japan mit einem Arbeitsvisa. Oder 4 Jahre mit einem Arbeitsvisa und 1 Jahr mit einem Working Holiday Visa. So. Und laut den ganzen Klugscheißern geht das ja gar nicht. Das ist ja in Japan nicht möglich. Aber wie gesagt, ich habe es geschafft und deswegen würde ich euch gerne Mut machen. Glaubt an euch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So, das ist meine Denkweise. Von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn du dir nicht Gas gibst, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch kein Visa bekommen. Du willst ein Visa haben? Dann reiß den Arsch dafür auf. So, das habe ich gemacht. Deswegen, wie gesagt, falls du nach Japan kommen willst und ein Visa haben willst und nicht studiert hast, kann es dennoch sein, dass du eine Arbeit findest, die dir ein Visa rausgibt. Ja? Wie gesagt, es ist möglich, aber wie gesagt, es ist natürlich nicht so einfach, dass jeder einfach wieder einen Arsch gesteckt bekommt. Das soll auch gesagt sein. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich hoffe, dieses Video jetzt ein bisschen für Aufklärung gesorgt hat, dass es möglich ist, ohne Studium in Japan ein Visa zu erhalten, dass es verschiedene Visa-Typen gibt, dass Restaurantarbeit für Japanisch lernen sehr, sehr gut ist und dass vor allem Working Holiday mega, 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 mega empfehlenswert ist. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Bitte den Channel abonnieren und Oratachi no Nakama ni nare. Und dann bis zum nächsten Mal. Gomu Gomu no